Hallo, grüß Gott. Ja, ich habe nur noch geguckt. Ja? Ah, super. Klasse. Es macht was aus. Werde ich sehen, ich habe jetzt erst einen neuen Neusatz. Ja. Und wenn man sehen, was geht. Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ihr alle heute dabei seid und dass ihr euch von den Politdarstellern nicht verarschen lässt und nicht zu Hause bleibt, weil irgendeiner sagt, okay, die Abstimmung ist abgelaufen, Impfpflicht kommt nicht. Weil, wie wir wissen, die Impfpflicht wird kommen. Ich habe jetzt die Ehre, euch die Auflagen, die die Stadt Heidelberg uns gnädigerweise auferlegt hat, vorzulesen. Es ist viel kürzer geworden. Also, ihr wisst, 1,5 Meter Abstand brauchen wir nicht, weil innerhalb von 3 Wochen ist das Virus sehr, sehr ungefährlich geworden, sodass wir jetzt keinen Abstand mehr einhalten zu brauchen. Ich schläfe mal durch. Ach genau, die Maske fällt auch weg, weil wie gesagt, innerhalb von 2 Wochen ist dieses Virus so ungefährlich geworden, dass wir auch auf die Masken verzichten dürfen. Also bis Herbst, weil im Herbst wird es ja gefährlicher. Dann, Ordner haben wir ja schon, genau, Lautsprecher nicht lauter als 85 Dezibel, weil dann fühlen sich hier die wohlstandsverwöhnten Heidelberger wahrscheinlich ein bisschen gestört, wenn man lauter als 85 Dezibel hier unterwegs ist. Dann die Redebeiträge, Transparente, haben den öffentlichen Frieden zu wahren. Das heißt, wir dürfen die wohlstandsverwöhnten Heidelberger nicht stören. Somit unseren Gelaberer, Geschwurbler, wir dürfen die nicht auf Sachen hinweisen, die hier in dem Lande schieflaufen. Schade. Ja, wir machen es aber trotzdem. Was noch? Ach genau, an alle Geschäftsmacher unter euch, der Verkauf, der Ausschank und der Konsum von alkoholischen Getränken ist untersagt. Okay. Da steht's drin. Ich habe es bis jetzt nie vorgelesen, aber da steht's drin. Weil die ganze Zeit war es ja immer so wichtig, dass man auf 1,5 Meter Abstand und Maske hinweisen musste, dass ich gesagt habe, okay, Alkohol trinkt sowieso keiner. Obwohl die es alle nötig hätten. Okay, das Mitführen von Hunden während der Versammlung ist untersagt, das wissen wir auch alle. Ja, da brauche ich ja gar nicht mehr zu sagen, also das wäre es. Also schaut mal zu, dass ihr die Heidelberger nicht so stört. Ne? Das ist ganz leise durch Heidelberg ziehen, dass sie sich nicht so... Also das wären im Prinzip die Auflagen, falls sich halt jemand noch fragen, keine Maske, kein Abstand, keine Hunde, kein Alkohol. Keine Fragen? Okay, gut. Ach genau, ich habe einen Punkt vergessen. Ja, warte. Während der gesamten Versammlung ist das Mitführen von offenem Feuer, also kein Fackelmarsch, weil das... Na egal, das lasse ich jetzt weg. Insbesondere von Fackeln etc. sowie das Verbrennen von Gegenständen verboten. Das Einzige, was heute verbrannt wird, sind Kalorien. Darf ich von Kaiser noch mal sagen, okay, das dürfen wir. Also wie gesagt, ich freue mich, dass ihr trotzdem hier seid. Ich war jetzt am Montag aus Versehen hier in Heidelberg unterwegs und bin abends, ich glaube auf dem Marktplatz, habe ich mich mit den Leuten unterhalten und auf einmal sind da, glaube ich, 5 Einsatzfahrzeuge der Polizei aufgetaucht mit wie viel? 1 Dutzend Polizisten. Und warum? Weil da 5 oder 6 Damen gesungen haben. Diese 6 Damen haben gesungen und deshalb ist die Polizei gekommen. Und wisst ihr, was sie wollten? Kann jemand sagen, was die Polizisten wollten? Dasselbe Spiel, ja genau, Zugabe wäre schon sinnvoll gewesen, aber leider nicht. Aber sie wollten das Spiel spielen, was man die letzten Jahr oder gesamte letztes Jahr gespielt hat. Die haben nach Versammlungsleiter gesucht. Weil, ach egal, auf jeden Fall, du darfst hier in Heidelberg nicht singen, ohne dass man eine Versammlung anmeldet. Also ich darf, dann hat man hier vielleicht eine Idee für ein paar Leute hier.
die nächsten Montage 30, 40, 50 Versammlungen anmelden an verschiedensten Stellen hier in Heidelberg und sich zum Singen treffen. Also eine Idee. Ich würde es machen, wenn ich Heidelberger wäre. Aber um der Polizei die Sache einfacher zu machen, habe ich meine, das ist ein alter Gag, aber kann man es trotzdem bringen. Wir haben dann noch einen zusätzlichen Versammlungsleiter hier dabei. Auf unserem Versammlungsleiter sind aber auch Unterschriftenlisten. Wie ihr wisst, starten wir noch mal eine Unterschriftenaktion. Und zwar geht es um die Ungleichbehandlung der Mitarbeiter hier an der Uniklinik Heidelberg. Und ja, die Kollegen hier in Heidelberg sind so dermaßen wissenschaftsfreundlich, dass sie immer noch der Meinung sind, dass Mitarbeiter, die nicht die Spritze bekommen haben, sich jeden Tag testen müssen. Also jeden Arbeitstag. Und alle, die die Spritze geholt haben, dürfen sich zu Hause testen, 2 bis 3 Mal. Das heißt, den Mitarbeitern wird nicht zugetraut, dass sie so ehrlich sind, um sich zu testen und wenn der Test positiv ausfällt, zu Hause zu bleiben. Keine Ahnung warum, aber so ist es, so vertraut man den Mitarbeitern. Wir haben uns Schreiben verfasst, wir haben Unterschriftenlisten, nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch andere Unterstützer dürfen gerne unterschreiben. Das wollen wir bis nächste Woche, damit wir es auch den wissenschaftsfeindlichen Personen hier an der Uni Heidelberg, die sogenannte, wie schimpft sich die Uni Heidelberg, Elite-Universität, aber egal. Ja, also wenn jemand unterschreiben möchte, da vorne sind die Listen. Haben wir was vergessen? Genau. Ach genau, und heute machen wir dieselbe Runde und auf dem Wilhelmsplatz haben wir ein offenes Mikrofon. Das heißt, jeder, der irgendwas loswerden will, darf gerne loswerden.